Was los, ihr Lappen? Hallo Leute, da kommen wir zum zweiten Spieltag und ja, hier ist gleich mal eine Aktion, eine Entscheidung. Aaron Berze mit einer grenzwertigen Aktion gegen Jonas Erwin Tröpel direkt vor der ihrer Nase. Gelb fordern ist vielleicht unsportlich, aber es kann ab und zu mal sein, dass er gelb kriegt. Aaron Berze sieht nach einer grenzwertigen Aktion gegen Tröpel gelb. Kevin Berlin LP hat diese Karte in äußerst unsportlicher Weise lautstark gefordert. So, wir hauen erstmal Konzentration rein, ne? Und Münster hat ja das erste Spiel auch gut gespielt. Ich glaube 3-1 gewonnen oder so, ne? Und wir haben ja gleich mal einen Freistoß von Martin Wagner, den er aber auch klar rüberhaut. So, Putze kann Bischof nur unfair am Eindringen in den Strafraum hindern. Es gibt Freistoß aus gefährlicher Position. Münster. Bischof jetzt mit dem Freistoß. Versucht es direkt und scheitert an der Berliner Mauer. Ja, die Berliner Mauer steht wieder. Ha, lustig. Wortwitz. Nein, der war schlecht. So, Münster mit der zweiten Möglichkeit. Münster hat jetzt Platz und verliert keine Zeit. Kara schaut kurz nach links, passt dann geschickt auf Tritz auf dem rechten Flügel. Der bisher unfällige Außenverteidiger schüttet seinen Gegenspieler mit einem Übersteiger ab und flankt sofort in die Mitte. Bischof lauert, dann aber seinen Kopfball nicht richtig drücken kann. Der Ball streicht knapp über die Latte. Tim Siegemal hebt die Hand. Jetzt geht mal drauf, Jungs. Lasst euch jetzt hier nicht einengen. Beide Teams stehen sehr kompakt. Da ist kaum ein Durchkommen. Okay. Ja, ich sag einmal, geht drauf und hier passiert gar nichts. So, jetzt eine Möglichkeit. Tröpel legt am Strafraum zu Muhovic zurück. Dessen Fernschuss aber kein Problem für Maximilian Schulze darstellt. So, Münster kommt schon wieder. Wieder ein Freistoß, wieder Bischof. Mit zwei Freistößen in schneller Folge von der linken Seite, die Tim Siegemeier prüfen. Der ist erst eine Flanke, die der Torhüter gut abwehren kann. Bei der zweiten Gelegenheit sieht Bischof den Ball direkt aufs Tor. Tim Siegemeier lenkt das Leder gut über die Latte. Konzentration. Tritt jetzt mit dem Ball. Kurz ausgeführt, landet bei Reichwein. Der sieht, dass ein wenig Platz hat, macht ein paar Schritte Richtung Strafraum, Ecke und zieht dann aus relativ Spitzenwinkel ab. Dabei streicht etwa einen Meter über das Tor. Münster mit der nächsten Möglichkeit. Hohe Aggressivität bei Steinhauer, der Marcel Reichwein den Ball fair vom Fuß gräbt. Super. Münster jetzt mit der nächsten Möglichkeit. Kara mit einer Möglichkeit, nachdem er Steinhauer hart aussteigen lässt. Aber durch einen guten Einsatz von Tim Siegemeier gerade noch vom Vollstrecken gehindert. Also gutes Spiel von Siegemeier. Geht drauf. Spieler aufwärmen. So, jetzt haben wir nochmal eine Möglichkeit. Heidmeier geht bei der Flanke von Muhovic auf Nummer sicher und klärt per Kopf zur Ecke. Der Eckball schlägt Christopher Köhne. Gut, steigt zum Kopfball hoch, aber Schwarz ist einen Moment ärmer und kann die Ecke von Christopher Köhne klären. Ach, schade, Jungs. Das Spiel wird pünktlich beendet, also wir haben hier kaum Offensivmöglichkeiten. Wir loben erstmal unsere Defensive. Motivieren wir hier vorne den Wagner. Den Muhuovic, da kann noch mehr kommen. Wir kennen doch, dass er mehr kann. Vorbereitung hat er doch gezeigt. Halbzeitansprache, dann. Noch so eine Halbzeit und wir können stolz sein, eigentlich schon, ne? So, wir gehen mal rein. In die nächsten 45 Minuten. Spiel aufwärmen, geht drauf. Passiert gar nichts. Gutes Passspiel des SC Preußen Münster. Über vier Stationen läuft die Kugel direkt, gespielt durchs Mittelfeld. Bischof wird dann letztlich von Putze, der bedrängt, dass er den Ball verliert. Aufstellung. Ndiaye und Halimi kommen jetzt.
So, Bischof passt genau in die Schnittstelle von außen und in Verteidigung. Kara ist durch, scheitert aber am besten postierten Tim Siegemeier. Vielleicht sollten wir mal die Taktik ändern. Mal auf Abseitsfalle gehen. Pressing ergibt mir gerade nicht. Passspiel etwas kürzer. Dafür riskanter. Und die ist plötzlich alleine vor Schulze. Doch statt zu schießen, schlägt er eingewechselt schon mal noch einen Haken und vertändet so die Chance. Och Mann. So, Kevin Hampf kommt jetzt mal für Martin Wagner. Vielleicht hat er auch noch ein paar Ideen. Der Routine. Aaron Berze wird jetzt auch ausgewechselt. Geht drauf. Oh, Kara krätscht eine flache rein von Benjamin Schwarz hinein und schaufelt den Ball vom Elfmeterpunkt an Team Siegemeier vorbei ins Tor. Ja, ja, schöne Sache hier. Ich habe gesagt, geht drauf und lasst euch jetzt den Ball hier hinballern, ihr Affen. Vielleicht hätte sich Tim gleich vorher noch einmal die Abseitsregel ansehen sollen. Kürpitz steht deutlich vor der Abseitslinie, wird trotzdem zurückgepfiffen. Ist der Ärger groß, voller Angriff natürlich jetzt. Manndeckung niemand. Ohne Vorgaben jetzt. Wir haben jetzt mal eine Möglichkeit. Flanke von Cam Hanf ist eigentlich zu weit, aber Hinde versucht es trotzdem auf Spitzwegen mit einem Volleyschuss. Der ist auch gar nicht schlecht, geht aber noch einen guten Meter über das Tor. Jungs, Jungs, strengt euch an. Bischof, Freischuss, zieht die Freischussflanke von der rechten Seite an. 5 Meter, wo Reichwein plötzlich vielleicht vor Tim Siegemeier auftaucht. Der Schlussmann, der Berliner ist, aber vor dem Angreifer an den Ball und faustet diesen weg. Boah, Jungs. Jetzt macht doch hier mal was. Brendel verliert vor dem Strafraum gegen Bischof den Ball, der direkt weiter zu Kara passt. Dieser am Kurft. Am Strafraum locker, Steinhauer und auch Tim Siegemeier sieht bei Flasche und Sieg nicht wirklich gut aus. Das kann doch nicht sein. Was die da spielen in der Offensive ist so peinlich. Ich könnte heulen, weil da passiert gar nichts. Die hat die 5,5 so verdient. 6 wäre eigentlich eine richtige Note für ihn. Weil was der da spielt, ist einfach peinlich. Der macht gar nichts. Wenn der eine Möglichkeit kriegt, dann spritzt der auf dem Ball, keine Ahnung. Bischof versucht auf links durchzukommen, doch Putze läuft ihn einfach den Ball ab. Ja, ich hatte auch noch vor 15 Minuten gesagt, ihr sollt mal ins Tor schießen. Voller Angriff. Müller trinkt im Strafraum. Statt für Türkitz aufzulegen, spielt er seelenruhig Brände aus und schießt. Rico Steiner rettet auf der Linie und schießt Brände an. Eigentor, das gibt's doch nicht. Ach, ist doch peinlich, was die da spielen. Ist doch peinlich einfach nur. Einfach nur peinlich. Eine Minute wird nachgespielt und wir haben nichts in der Offensive geheult. Ihr könnt heulen, weil da nichts in der Offensive geklappt hat. 3-0.
Naja, kommt. Gehen wir weiter. Christopher Burkhardt 2, ja, sonst die anderen, ja, will ich gar nicht erwähnen. Einfach nur scheiße, was die da machen. Also in Offensive gar nichts los, einfach nur scheiße weiter Ergebnisse. Kein Bock. Ist einfach nur peinlich, was die da gespielt haben. Kein Bock, das zu kommentieren, weil so ein scheiß Fußball, das gibt's eigentlich gar nicht. Also kann man nur so kacke Fußball spielen, in Offensive gar nichts reißen. Einfach nur, wissen die, den Puller wackeln oder was die da gemacht haben. Ist doch peinlich, hohes, höchsten Niveau, so ein Scheiß zu den Fans zu Hause, erstes Mal in der dritten Liga, für die Fans zu Hause, eine 3-0-Klatsche, peinliche Klatsche sogar, nichts gerissen in Offensive, nicht mal eine Möglichkeit, eine ordentliche Möglichkeit, das ist peinlich. Denk dir, der darf freuen, dass er die überhaupt eine 5 kriegt, ey, kennt den 6 hier eben den Spaß. So, wir gehen weiter, Statistik, ja, ein Schuss aufs Tor, super, erfolgreiche Pässe, super, Ballbesitz, super. Ergebnisse bitte. Sonnenhof Groß Asper 1-1 gegen Wolfsburg, Aalen gewinnt 3-0, Sandhausen 1-1 gegen Köln, Dresden, Chemnitz 2-2, Kiel 0-0 gegen Stuttgarter Kickers, Bayern 2. gewinnt 1-0 gegen Wien Wiesbaden, Würzburger Kickers gewinnen 2-0 gegen Hallische FC, MSV gewinnt 1-0 gegen Magdeburg 3-2, Erfurt Sieg, so stimmen bitte. Wir hatten keine Ordnung, haben die Zweikämpfe nicht angenommen. Wir waren aggressiver und taktisch besser, dann kommt man automatisch einen besseren Spielfluss in der Offensive, ja, Schnauze. Spielerstatistik, Ronny König, ja, schön, interessiert mich nicht. Teamleistung, erbärmlich, bester Spieler, erbärmlich. Ich sehe die Kacke hier, weiter. Nee, krieg die Krise einfach, weil ich das nicht verstehe. So, ja, komm, willst du mir rausschmeißen, du Affe? Ja! Pff. Diese sind manchmal auch richtig bekloppt. Ich weiß auch gar nicht, warum das hier eigentlich umgestellt ist. Konterspiel. Ihr habt noch nie, dass das da vorne ist. So hab ich's immer gespielt. 70, Pressing. So spielen wir es eigentlich. Lange Bälle war richtig. Und nicht riskant. So ein Halbfeld bitte. Der nächste Gegner Augsburg. DFB-Pokal. Jugend haben wir da erneuert. Nee. Zweite Mannschaft spielt doch jetzt, ja genau. Die auch eine super Form hat, dieser Johnny Fox, Maximilian Dahlhof, Niklas, Landgraf, Marcel Lenz. Ja. Die möchte man sich wenigstens noch angucken. Ja, das darf ich nicht so laut sagen. Wir haben auch die neuen Spielerbilder von Philipp Grüneberg und Daniel Kaiser. Starten wir mal, wir werden bestimmt verlieren. Nein, wir gewinnen schon wieder. David Breik, Doppelpack. Erik Lamella wechselt von Rom zu Real Madrid. Okay, Lukas. Dein zu Paris. Karls Imbracker zu Mainz. Schuster zu Hannover. Salvatore Boschetti von Marseille zu Lazio Romain. Hm? Christian Günther von Freiburg zu Bremen. Okay, ja, ich möchte das Spiel, ich möchte gerne das Ergebnis gerne sehen. So, erzielte 2 Tore, Reserve, Spielbericht. Philipp Grüneberg mit 2 Vorlagen, schön 2 Tore, Daniel Kaiser mit 2. Wieder gute Not in der Defensive, freut mich. Wie ist denn das Tor entstanden? Kaiser spielt aus dem Halbfeld steil in die Spitze auf Philipp Grüneberg, der da vielleicht minimal im Abseits steht, in halblinker Position kommt dessen Pass nach rechts zu völlig freiem David Breik. Perfekt, der muss nur noch 6 Metern einschieben. Was war das andere? Nach einem Knaller von Niklas Landgraf geht Dennis Engel benommen zum Boden. Philipp Grüneberg spielt den Ball nicht ins Aus, sondern flankt nach innen, wo David okay. Schön, dass die zweite Mannschaft schon wieder gewonnen hat. Marcel Lenz. Gute Note, also oder gut in Form und ja, Aufbau läuft auch 57. Macht er echt gut. Lukas Rehbein, immer noch keine richtig gute Form. Nils Göwecke, richtig gute Form, ne? Lukas Rehbein, Kaiser hat sich jetzt die Form, so wie David. So, Brunemann. Ja, der Martin Zuwaski, der könnte auch mal in Form können. Dann könnte er hier bestimmt 60 und dann könnte da spielen. Der Sack. Erste Mannschaft, so.
geht's gegen Augsburg. DFB-Pokal. Wartet mal. Ich muss nochmal Infrastruktur gucken. Angebot. Oh, wir haben aber eigentlich einen Hauptsponsor oder was? Wenn der eigentlich mal annimmt, der Sponsor hier. Okay, 122.000. Da kannst du ja schon ein bisschen näher kommen, Kumpel. Blase. Oh, 133.000. Jetzt können wir auch mal ein bisschen gegenkommen. 157.000. 162.000. Komm, Junge. 168.000. Was jetzt? Komm, über die Linie. Komm, unterschreiben wir. 174.000 für ein Jahr ist okay. So, jetzt Infrastruktur. Ja, wie viel haben wir denn eingenommen? Ja, fast voll ist. Also, wir haben 18.000. Es passen wie viel rein? 6.000 Leute, 9.000, 12.000. 15.000, 18.000, 6 reichen. Ja, lassen wir das mal mit nach. Doch, na, machen wir mal 6.500. Dann billig und teuer für 4.000. Machen wir mal 3.000. So, na, das ist alles gut. So, dann haben wir natürlich gut Besuch jetzt auch ab und zu mal, glaube ich. Das sind dann, das sind 13.000, 18.000, fast voll ist, dann würde ich mal sagen. 6.000. 9.000, 12.000 machen wir denn da? Irgendwie 2.000 da. Nahverkehr, okay. Wenig Besuch, das müsste jetzt zurzeit sein. 6.000, Toiletten, ja. Bei, was hatten wir letztens? 7.000 und 8.000 Durchschnitt ist okay. Dann auf jeden Fall 1.000 Stadionhefter, teuer bezahlen. Nahverkehr 2.000, so, vielleicht so. Gucken wir mal, ob das was bringt. So, gehen wir erstmal weiter. Haben wir das gemacht, gehen wir weiter. Eine 738 ist jetzt nicht so überragend. Dauerkarten 200.000, schön. Hatte ich denn schon die Mitgliedskampagne gemacht? Okay. Ja, okay, dann sprechen wir erstmal mit den Jungs. Muovic, du hast gut trainiert. Timo, du musst körperlich stärker werden. Kustein, herzlich willkommen. Gewinnt 5 Moralpunkte. Putze, körperlich stärker werden. Burkhardt, ja, der hat bis jetzt gute Leistungen gebracht, die beiden Spiele. Hat auf seiner Seite gar nichts durchkommen lassen, ne? Nur auf die andere. Christian Breis. Köhne natürlich auch nochmal. Und Tim Siegemeier müsste es ja, okay, wird mal körperlich stärker. Timiashi, Kolaus Costa, spielt ja zurzeit nicht. Sascha Schünemann, Klaus Koster auch nur eine 10er Form. Gehen wir mal rein und gucken mal, was wir so decken können. Halit Aitetor, Werner, okay. Burkhardt schnappt sich Tobias Werner, Köhne schnappt sich Halit. Sascha Schünemann schnappt sich Strowski und Putze, oder machen wir das so? Machen wir das mal so, denn der Steinhauer kann sich Bombardier und Brendel schnappt sich den Torowski. Ja, machen wir das mal lieber so. Die zweite Mannschaft, die sieht auch super. Freut mich richtig, dass die jetzt zwei Spiele gewonnen haben. Einmal, ja. Und David Breik ist auch Erster. Schön.
So, dann sehen wir uns gegen den FC Augsburg im DFB-Pokal. Nicht im 3D-Spiel. Ich möchte das mal in Textmodus mal sehen, wie wir da so reißen werden. Ne? Also haut rein, bis dann und ciao.